Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Nein, du lass mich verhungern, gleich zu Beginn. Das ist ein schlechtes Omen. Mach weiter. Jetzt gibt's noch mal richtig Haue mit dem Stühlchen in die Schnauze. Dieses Timing, unglaublich. So, Krogi, es geht los. Mucke aus da. Raffinierter Beat, muss ich schon sagen. Hammer. Richtig geil. Gothic 2 Let's Play mit den feisten Boys. Micha! Und Micha. Trixi. Mikrofon, Micha. Ja. Welcher Micha, ich oder was? Also du hast doch... Ah, Krogi. Du hast doch kein Mikrofon auf, das ist ja scheiße. So, jetzt. Zack. Guten Tag nochmal. Ich wollte rumschreien. So, ja. Wie geht's denn? Es geht gut. Ich muss gestehen, ich habe, bevor dieses Let's Play gestartet hat, ich habe es mir irgendwie nicht mehr verkneifen können. Ich bin ein bisschen rumgelaufen und habe ein paar Orks umgewämst. Das ist ganz schön feist eigentlich. Ja, du hast es aber gestartet. Ich habe vorher extra gefragt. Genau, also Micha war bei mir, so, weißt du, wie so ein... Ich war in der Regie, mega busy, ne? Alle am Kochen und Machen und Tun, Regler hier, Regler da, Musik raussuchen. Ja. Und sagt der Kollege... Ach, ich würde so gerne Orks kloppen. Mir brennt es in der Buchse. Ja, wirklich, ich meine, der ganze Strand steht voll mit Viechern so und ich habe die alles mal weggeklatscht. Jetzt können wir schön der Story folgen. Also nicht alle, ich habe zwei Levels geschafft sozusagen. Und es hat eine halbe Stunde gedauert, wenn man nicht so viel rumsabbelt wie wir, dann geht das eigentlich recht flott, ist mir aufgefallen. Viele Leute, also ich kann verstehen, wenn man jetzt sagen will, also wirklich, es gibt zwei Seiten. Man kann jetzt folgendermaßen reagieren, man kann also sagen... Ich habe nichts Story-Relevantes gemacht, ich habe nichts aufgesammelt, ich habe mit niemandem gesprochen. Ich kann euch sogar die Schneise des Todes, okay, die ich entlang gegangen bin, kann ich euch nochmal ablaufen und zeigen, wo die, okay, ganzen Leichen sind. Also ich persönlich, wenn ich jetzt Zuschauer wäre, würde ich sagen, okay, ich verstehe das und bin dir nicht böse. Aber da war ein ziemlich aggressiver Unterton, während du das gesagt hast. Okay. Aber es gibt die andere Seite, die sagen könnte, Micha, was macht der da? Aber ich finde das okay, wirklich, er hat Orks gekloppt, wir sind zwei Level weiter. Ja. Grüße an die Piranha-Bytes erstmal. So, machen wir was Moin. Ganz anderes. Moin. Wir wollen einfach vorankommen, deswegen machen wir so. Warte kurz, episches Recap, ich habe extra alles vorbereitet. Du, okay, wirst dich wundern, was jetzt abgeht. Paul macht den Halle an. Sekunde. Dazu kann ich nicht. Los, mach! Zuletzt bei Gothic 2. Wir haben das Minental betreten. Im Minental sind die bösen Drachen, die müssen wir umwämsen. Im Minental in der Mitte steht eine Burg. Da drin sind die Paladine, die sind belagert. Uiuiui, die tun mir leid. Die werden wir bald befreien. Warum sind wir eigentlich im Minental? Um Beweis zu holen, dass Orks da sind, dass Drachen am Start sind. Damit wir das Auge in uns kriegen, um danach die Drachen zu verwämsen. Und danach den untoten Drachen. Ab geht das. Das war's. Ah ja, wir haben die Claubelias. What? What? Mega krass. Also, untote Drachen und Orks sind unsere Feinde. Und mit diesem fetten Prügel, den ihr jetzt seht, in diesem Spiel jetzt hier gerade, ja, schaut mal her. Uiuiui, ui, ui, He-Mans. Superschwert von Grayskull, ist nichts dagegen. Gab's keinen Hall? Oh Mann, ey. Ja, egal. Es gab keinen Hall. Na jedenfalls, wir haben einen fetten Hobel hinten auf dem Rücken. Das hat mir geholfen hier vorne. Ich zeige euch mal kurz, wo ich lang gelaufen bin. Also wir stehen hier genau, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Alles cool, ja. Und ich bin eben mal hier so, hoppala. Hier so rechts in die Pampa, da waren ganz viele Drachensnapper, Orks. Sonst war da nichts. Keine Story, gar nichts. Aber ich habe diesen ganzen Landstrich ungefähr 1 Kilometer in diese Richtung niedergemäht. Warte, also, nochmal für mich bitte, nur mal für Idioten, ne? Mhm. Wo kommen wir jetzt genau her? Wo? Na, hier kommen wir her. Okay, das wollte ich nochmal noch sehen, danke. Sind wir hier runtergesprungen, genau, und meinten, guck mal da, Orks. Und, na, da waren aber auch erst noch, was waren noch für Viecher? Da waren noch so Krabbeltiere, aber die haben wir. Ja, Drachensnapper hatten wir auch eine Menge. Genau. Also die habe ich ja alle weggeholzt, ich glaube, das war auch eine Quest. Nur damit ich seht, damit ihr seht, dass Quests mir wichtig sind und am Herzen liegen und ihr alles mitbekommen sollt, zeige ich euch nochmal, dass die Leiche von irgendeinem Dude, die bestimmt zu irgendeiner Quest gehört, die liegt hier nämlich immer noch. Ich habe extra nicht reingeguckt, was der Typ in der Tasche hat. Und damit ich euch die Überraschung nicht versaue, beziehungsweise mir. Okay, irgendwas ist mal mit hier, Kontrast eine alte Gamma, Münze. Schreiben ein paar Leute. Kontrast, was? Mit dem Kontrast beziehungsweise Gamma stimmt irgendwas nicht, weiß ich nicht, aber ist wohl ein bisschen, ja, hell. Ja, ist so ein bisschen überzeichnet. Sieht bei mir auch ein bisschen hell aus, muss ich sagen.
Aber ich finde, es geht klar. Da müssen wir jetzt nichts dran rumschrauben. Na gut. Stürzt das Ding nur wieder ab. Okay. So, genau. Diese Leiche haben wir jetzt kurz mal geplündert. Der liegt hier. Dan ist wahrscheinlich auch ein Vermisster da hinten aus der Burg. Denn die können da ja nicht raus. Mhm. Und ungefähr hier liegen die ganzen Toten und Leichen. Die sind jetzt schon mittlerweile verschwunden. Aber die habe ich alle weggewämst. Und, Alter, du warst richtig fleißig, Hammer. Ich war richtig fleißig, ja. Wie gesagt, ich habe 2 Level gemacht. Wie lange das warst du hier jetzt dran? 20 Lernpunkte, eine halbe Stunde. Halbe Stunde? Halbe Stunde. Also so schnell kann das gehen, wenn ich da nicht neben sitze, oder was? Ja, das meinte ich ja mit Minenteil. Du hast hier, ich wollte euch das nicht antun, weil ich habe einfach eine halbe Stunde lang gekloppt. Okay, geil. Und dann geht das voran. Das wäre für euch nicht so spannend gewesen. Also, außer wir hätten die Manowar-Lizenz, dann wäre alles spannend. Aber, beim letzten Mal würde ich die Helligkeit umgestellt, bevor du jetzt weiterläufst. Aber egal, stimmt. Ach, stimmt, ja, stimmt, hast recht. Das wurde hier gerade einmal... Da haben Sie recht. Das können wir auch leicht rückgängig machen. Moment. Oh ja. Ich weiß nicht, wie viel wir da gemacht hatten. Keine Ahnung. Aber das sieht auch ganz gut aus. Vielleicht noch... Ja. Ja. Ja, irgendwie so. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Ja. So, hoppla. So, sehr gut. Jetzt sind wir doch im Spiel. Genau, was ich euch zeigen wollte, was ich auf meinem Weg der Verwüstung, auf meiner Schneise der Gewalt gesehen habe, ist nämlich eine Statue Belias. Ah, okay. Und das heißt, wir können nicht nur Stärke skillen, wenn wir dann in der Burg sind, sondern wir könnten jetzt auch die Klaue Belias leveln, wie man das ja angeblich kann. Sehr gerne. Und das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Wir haben ja leider diesen Bug, dass die dummen Statuen irgendwie nicht richtig funktionieren. Nach unten, Enter, nach unten oder irgendwie? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das könnte jetzt wieder schwierig werden, aber hier vorne... Wir warten auf den Chat. Liebe Leute, das kriegen wir hin. Ja, das war letztes Mal schon schwierig, weil nicht jeder kennt den Bug. Und da sagen alle Leute was anderes. Nee, okay. Aber wir haben Leute, die es wissen. Ich habe hier meine Informanten. Na gut, alles klar. Ich habe meine Informanten. Liebe Leute, was müssen wir denn hier da eingeben? Also speichere mal ab und wir probieren mal rum. Hast du eigentlich eben schon mal auf einem anderen Speicherslot gespeichert? Ja. Sehr gut. Weil auf dem zweiten. Weil gleich kackt das ja wieder ab hier vielleicht. Mhm. Okay. Okay, okay. Ich bin sehr neugierig. Hier ist wieder das Kabel raus. Jetzt ist es wieder drin. Wollen wir mal probieren oder was? Ja, warte kurz. Solange hier der Chat noch Enter, runter, Enter war es. Okay. Ich erinnere mich. Also erstmal anklicken, dann Enter, runter, Enter. Ja. Enter, runter, Enter. Jetzt raus. Du musst irgendwie wieder raus. Okay, jetzt hast du auf jeden Fall was gemacht. Ja. Immer wenn das kam, hat man ja die... Wie war das? Da hat man Energie abgegeben, ne? Ja. Lebenskraft. Jetzt weiß ich nicht genau... Hoppala. Jetzt hat er sich... So, jetzt gibt's keine... Jetzt gibt es hier keine ordentlichen Ansagen mehr. Ja, ist... Okay. Ich versuche hier gerade rauszukommen. Ich weiß nicht wie. Es entfernen oder so? Ja, jetzt. Okay, du hast ganz schön viel Lebensenergie gespendet, wie man sieht. Oder ja, genau. Das tat ein bisschen weh, genau. Ich hoffe, das war jetzt nicht permanent. Der Boden hat wieder ein paar Haare bekommen, deswegen laden wir gleich neu. Aber trotzdem guck mal, möchte ich jetzt mal sehen... Ach genau. Scheiße, wir hätten mal gucken müssen, wie viel Schaden die Waffe vorher hatte, ne? Wir doofen. Natürlich ärgerlich. Ich glaube, wir haben es verkackt. Ja? Ich glaube, ja. Zwei Waffe 106 und 24 Schaden. Pass auf, ich speichere jetzt mal auf einem anderen Spielstand. Nee, lad mal nochmal neu. Nee, warte mal. Ich glaube, wir haben es verkackt. Woher weißt du das? Weil wir irgendwas abgegeben haben. Irgendwas anderes. Wir haben nicht nur ins Schwert investiert, glaube ich. Ja, echt? Mhm. Okay, wir schauen nochmal, wie das Schwert jetzt hat. Moment, nee, das ist das falsche Schwert. 105. 105 und 22. Eben hat es, nach dem Steigern hat es 106 und 24. Ja, das wollen wir natürlich. Das wollen wir natürlich. Wir haben es also irgendwie gelevelt. Aber wir haben... Wir können es mal vergleichen. Also, hier haben wir... Aber wir haben Leben verloren. Ja? Ja, auf jeden Fall. Lebensenergie 499 haben wir hier. Da hatten wir aber eben wirklich was verloren, ganz sicher. Ja, klar, aber das ist ja nicht schlimm. Das können wir wieder schlafen legen. Schlimm wäre ja nur, wenn es quasi von der Gesamtlebensenergie wäre. Pass auf, hier ist noch eine... 499 und das lade ich nochmal. Nein, warte kurz. Ist doch alles kein Problem, wir haben doch alles gespeichert. Du sollst aber noch was anderes ausprobieren. Runter, Enter. Aber wir haben es doch jetzt geschafft, ist doch alles cool. Es hat alles perfekt geklappt. Okay, wenn du meinst. So, wir gucken es nochmal. Ja, okay, wir haben zu viel Lebensenergie verloren. Jetzt ist die Frage... Jetzt kann ich mir wieder neu laden, dann können wir es ja nochmal machen. Jetzt ist die Frage, ist das automatisch so? Kann man das überhaupt vermeiden? Also, geh nochmal ran, ich weiß es nicht genau. Ist natürlich schade, wir können nichts lesen, also verzeiht, liebe Leute. Mhm. Du kannst jetzt ja höchstens nur noch einmal runter, Enter machen.
Runter, Enter, runter, Enter. Das Ding ist, ich drücke ja dann nochmal 5000 Mal Enter und Maustaste, um wieder rauszukommen. Verstehst du? Hm. Sonst steht er nicht wieder auf, der Dude. Hm. Also ja, nochmal, wir merken uns. 499. Mhm. Und die Waffe hat 105. 105 und 22 und 1050. So, wir machen es einfach nochmal. So, wie gesagt. Runter, Enter. Runter. So, das tat scheinbar weh. Runter, Enter. Genau. Aha. So, und jetzt hast du. So, jetzt haben wir 5 Lebenspunkte geopfert. Ja. Für. Weiß ich nicht, gucken wir. Ich glaube, Belias, die jetzt 106, 24 und 1150 hat. Das machen wir jetzt nochmal. Ja, hat ja geklappt. Lebenspunkte sind doch auch wichtig. Ja, aber du hast ja nur 5 Lebenspunkte geopfert. Eben hattest du ja viel mehr. Ja. Du hast eben noch in was anderes geschrieben. Ja, ich weiß, aber wollen wir jetzt weiterhin Lebensenergie aufnehmen? Ich würde einen können wir doch noch machen, oder? Ja. Haben wir 10 Lebenspunkte weggegeben. Aber wird die ist die Klaue so geil, dass wir sie bis zum Ende nutzen können? Das ist jetzt eine wichtige Frage. Okay, also den Endgegner können wir ja damit nicht machen. Weil dann würde ich sofort aufhören damit jetzt. Okay. Das nützt uns ja dann nichts fürs Ende. Nee, du kannst aber jetzt damit natürlich mehr Gegner schneller besiegen. Und aber wir werden dann endgültig, also wir sind ja quasi permanent schlechter dadurch später, weil wir jetzt Lebensenergie opfern dafür. Wenn das nicht die beste Waffe am Ende ist, sondern wir am Ende sowieso eine andere tragen, würde ich damit jetzt aufhören. Okay, kannst du so machen. Aber ich glaube, es ist die beste Waffe am Ende. Nee. Wenn man sie voll auflevelt, glaube ich schon. Dann kannst du die auch im Endgame benutzen. Nee, man kann sie doch sowieso benutzen. Ja, aber du... Okay, ja, dann mach ruhig. Also, weißt du, du siehst so aus, als wüsstest du irgendwas, aber du weißt, glaube ich, gar nicht. Doch, ich weiß was. Okay, was denn? Du kannst sie nicht beim Endboss benutzen. Ah, okay, aber nur beim Endboss nicht. Ja. Alles klar. Ja, das wird schwierig, aber wir werden bis dahin ja Stärke leveln und dann hoffentlich noch was anderes. Achso, wir können jetzt gar nicht mehr Stärke leveln. Es geht nicht, es geht nur alle 2 Level anscheinend. Alle 2 Levelaufstiege. Aber ich bin ja nochmal 2 aufgestiegen. Das heißt, wir können es wahrscheinlich nochmal machen. Probier's aus. Also ich probier's aus. Also Spiel speichern. Neu. Ich mach mal hier drauf. Und auf ein neues. Was war das? Runter, Enter? Runter, Enter, runter, Enter. Nee, geht nicht mehr. Das steht ja auch im Chat. Das kann jetzt wohl nicht gehen. Ja, aber wir sind 4 Level aufgestiegen seitdem. Ja, haben wir es einmal verpasst anscheinend. Also muss man jedes Mal nach 2 Leveln sofort hinlaufen? Scheint so. Okay. Hm. Ganz sicher? Na gut. Man kann die Klaue nur einmal upgraden, alle 2 Level. Ihr habt alles richtig gemacht. Okay, aber. Ja. Wer weiß, dann ist die Frage interessant: Ist das eigentlich nur irgendeine mittelmäßige Waffe und wir opfern hier die ganze Zeit kostbare Lebensenergie, wo wir, weißt du, in 20 Spielstunden eine andere Waffe finden, die besser ist, dann wäre es ja so blöd von uns, oder? Naja, also. Stich gerade auf dem Schlauch. Nö, du stehst nicht auf dem Schlauch. Also die Waffe ist ja Hammer, die ist für uns doch gerade Killer. Ohne die Waffe würden wir gar nicht so weit kommen. Ja, aber die ist ja jetzt auch schon Killer, ohne dass wir Lebensenergie opfern. Genau. So könnten wir einfach weiterhin mit der rumlaufen, sie nicht mehr leveln und irgendwann eine bessere Waffe finden. Ja. Also war das ein Fehler, lade ich jetzt neu. Nein, 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 okay, nein, 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 mach so weiter, das war gut. Alle 2 Level leveln, also alle 2 Aufstiegslevel einmal die Waffe leveln, aber ist cool. Aber warum sollten wir das tun, wenn wir die Waffe eher ablegen später? Naja, gut. Aber erstmal dahin kommen, oder? Also ich meine, das ist ja noch ein weiter Weg. Ja, aber wir brauchen für diesen weiten Weg, brauchen wir die Waffe nicht leveln. Dann haben wir, wenn der Weg zu Ende ist, viel mehr Lebensenergie, als wenn wir sie jetzt weiter leveln würden. Okay, wie du willst. Okay. Ich würde es leveln. Das ist kompliziert. Nee, wir machen es einfach. Okay, was willst du machen? Ich würde es nur gerne von den Leuten hören, Alter, das ist das geilste Ding. Ihr habt euch auf die Klaubelias eingeschossen, Hammer, bleibt dabei, ihr braucht nie wieder was anderes. Dann würde ich sagen, sie ist es also wert, dass wir... Also die Leute schreiben, du kannst später unendlich Lebensenergie erbeten. Echt? Wir können die auf jeden Fall leveln. Unendlich Lebensenergie erbeten. Mhm. Ja, das ist aber ein Bug wahrscheinlich, ne? Naja, egal. Wir haben das jetzt gemacht. Und ich weiß nicht, uns. Aber du hast doch nur 5 HP. Also keine Ahnung. Ich verstehe natürlich, aber. Also ich meine, wenn ich das echt so bedrückt, kein Plan. Es bedrückt mich gar nicht. Frag die Leute, weil ich bis jetzt keine konkrete Antwort bekommen habe. Ist das die geilste Waffe bis zum Ende, bis auf den Endgegner? Oder investieren wir gerade kostbare Lebensenergie in eine Waffe, die wir in 5 Spielstunden nicht mehr brauchen? Stehst du? Also die Leute schreiben, dass die Waffe geil ist und wir sollen nicht mehr so viel labern. Okay. Also wirklich, der Konsens ist, die Waffe ist geil, alles ist cool, Waffe ausrüsten, ist eine so geile Superklinge, keep it. Okay.
Aber ich muss mal mehr lesen hier, tatsächlich. Wieso? Was ist los? Ja, um deine Frage richtig zu beantworten. Also bei Innos kriegen wir halt für 100 Gold beispielsweise manchmal was geschenkt, zum Beispiel 5 Lebenspunkte. Das haben wir ja schon mega oft gemacht. Plus 1 Stärke, ja, dann kannst du ja auch die Waffe leveln. Also. Naja, aber das ist ja auch begrenzt. Das könnten wir auch machen, wenn wir die Waffe nicht leveln. Dann hätten wir trotzdem noch mehr Lebenspunkte am Ende. Schon klar. Ah ja, kommt jemand angeschwommen. Also die beste oder eine bessere Waffe kann man später schmieden. Und der Blitz sorgt halt dafür, dass sie im Durchschnitt ungefähr so stark ist wie die stärkste Waffe im Spiel. Ich bin gespannt, ob das wirklich so stimmt. Das kann ich mir auch vorstellen. Der Blitz knallt halt echt ordentlich rein. Ach komm, ist egal jetzt. Haben wir jetzt schon gemacht und jetzt ist es eh zu spät. Okay. Also, du siehst hier diese Burg, da müssen wir rein. Was soll ich jetzt tun, Krogi? Ich würde sagen... Sollen wir direkt reingehen oder sollen wir jetzt erstmal weiter Orks kloppen? Nee, ich würde schon gerne in die Burg, glaube ich. Aber wir müssen Orks sowieso kloppen. Ich weiß. Obwohl, klopp erstmal in Ork, komm. Ich versuche mal so viele, wie ich noch schaffe, hier mit dem Heiltrank noch zu legen. Die ich noch dabei habe. Und, warte mal, ich nehme erstmal eine andere Rüstung. Und wenn die alle sind, dann gehen wir in eine Burg, alles klar? Okay. Du kannst mal versuchen, mit dem Elite-Ork anzulegen? Nee, ne? Ja, können wir vormachen. Oh. Reloading Shader steht links oben. Ja, ich glaube, gleich geht's weiter. Ja. Jetzt kommen 2. 3 kommen wir zu dir. Oh, einer kann Feuer spucken. Schamane. Oh. Ja, und weiter, ne? Genau, also die Rampe ist ja quasi rechts rum, richtig? Mm-mm. Nee? Die ist links rum. Links rum. Die ist jetzt quasi jetzt schon auf dem richtigen Weg. Okay, ich habe nämlich jetzt gerade keine Orientierung. Nee, ich weiß schon, wo die Rampe ist. Es gibt sogar den berühmten Ork-Rampentrick. Genau, den habe ich nämlich auch gemacht früher. Aber der ist scheiße, das ist wie Cheaten. Ein bisschen schon. Da kommen die alle angelaufen und kannst du nacheinander schön wegholzen. Genau. So, komm her. So, ist nur einer, sehr gut. Das läuft, ey. Wie so ein Hühnchen, was man abschlachtet und läuft so einmal über den Hof. Da ist nichts zu holen. Okay, hättet ihr noch 5 HP mehr gehabt, hättet ihr das überlebt. Das war ein sehr guter Trollkommentar, hat mir sehr gut gefallen. Okay. Da oben ist ein Wolf gewesen. Ja. Ich kloppe hier erstmal alles so ein bisschen weg. Also das, was ich ja eh schon angefangen hatte. Und vielleicht kriegen wir ja sogar noch, noch ein Level hoch. Weil dann könnten wir direkt 2x in Stärke investieren. Das wäre doch der Hammer. Das wäre richtig der Hammer. Oh, guck mal, die Sonne ist wieder mega schnell unterwegs. Übrigens da vorne, der weltberühmte, oder das weltberühmte Gothic 2 Easter Egg. Hinter diesen Zaun kannst du gelangen. Und da ist das Ende der Welt. Das ist der Schild von den Entwicklern. Ey, das hier haben wir nicht mehr weiter programmiert. Hammer. Sorry, dass du da hingekommen bist. Da kannst du irgendwo rüberjumpen da vorne. Da haben sie sich verewigt. Ja. Was sind das für geile Viecher? Das sind Wildschweine. Hammer, mit dicker Keiler. Oh, der hat auch dicke Hörner. Alter Schwede. Nichts zu holen. Nichts, da ist nichts zu holen. Ich freue mich übrigens derbe drauf, dass wir gleich den ganzen Schotter verkaufen. Hoppala. Es geht ab. Ja, das wird richtig was bringen. Oh. Ja, wenn sie noch treffen, die Orks, dann hauen die dich doch ganz schön um. Ja, klar, die dürfen da nicht treffen. Das also. ist schon die Ansage. Aber es wird. Dann verstehst du jetzt, warum ich so viel vorgekloppt habe. Ja, absolut. Mhm. Du hast vollkommen recht. Das habe ich jetzt eine halbe Stunde lang gemacht und so spannend ist dann auch wieder nicht. Wollen.
wie ich hier einen nach dem anderen wegballe. Oh ja, du sollst hier den Prügel auspacken. Habe ich gar nicht gespeichert, Idiot. Ja, das war nicht klug. War doch eigentlich gar nicht so viel, oder? Nee, war hier nur dieses bisschen Geschmeiß. Naja. Okay, das läuft doch jetzt. Wir sollen viel Fell mitnehmen, da später die Söldner- bzw. Drachenjägerrüstung relativ kostspielig sind. Okay, mach ich gleich. Sammle gleich alles ein. Sehr gut. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. So, ich habe was Schönes mitgebracht. Das feiert mich immer sehr auf. Heute schon den ganzen Tag. Wir haben einen Brief bekommen, Micha. Okay. Das machen wir jetzt einfach mal, während du klopfst. Ja. Von Daniel und Fiona. Guck mal hier. Guck mal. Voll süß, mit Sternchen. Und pass auf die Rückseite steht. Und schöne Feiertage auch für die anderen Bohnen. Mach weiter so. Liebste Grüße, Fiona und Daniel. Das habe ich als erstes gelesen. Dachte ich so, okay, was ist passiert? Und pass auf, jetzt kommt die geile Show. Jetzt geht die Show richtig ab. Pass auf. Seid ihr bereit? Holy shit. Was ist das? Ich will es auch sehen. Alter, siehst du das? Hier, Trixi in der Mitte, Reinke, hau ab, du alte Opa, Onkel, Daniel Krogmann sagt Neißenstein, Maximal Realität und fröhliches Gothic-Fest. Ist das geil? Guck mal, die Nebelmaschine ist auch drauf, mit dem Fernseher und dem Tannenbaum daneben. Ist ja Hammer. Alter, ey. Guck dir das an. Okay. Mega geil. Mega gut. Ja, vielen Dank nochmal, Leute, für diese ganzen geilen Geschenke. Es gibt einen großen Altar, da stehen die alle. Darf keiner reingehören. Nee, steht alles, steht quasi alles einen Raum weiter. Am Computer, am Schnittcomputer. Ja? Da schreibe ich, Alter, bunker ich alles. Ist auch direkt neben dem Nebellager, wo ich die ganzen Fässer stehen habe. Ein paar Sachen habe ich auch selber eingesackt, die habe ich gar nicht mitgebracht. Echt? Ja, klar. Zeigst du das dann auch nicht mir? Nee, natürlich nicht. Oh Mann. Will ich alles für mich haben. Okay, okay. Die ganzen Pralinen und den Schnaps. Pralinen und der Schnaps. Ja, ist auch richtig so. Ist ja verdient. Ja. Aber diese Pop-Up-Karten, wie man sie nennt, ich finde sie obergeil. Was, Pop-Up? Pop-Up-Karten, ja. Sind schon ganz nice. Lukas fragt, wurde denn schon erwähnt, dass sie die mittlere Söldnerrüstung bekommen, wenn sie Gorn freikaufen? Nee, wussten wir nicht. Gucken wir gleich mal in der Burg. Gorn frei, ach stimmt, der ist ja irgendwie gefangen. Mhm. Kann mich erinnern. Ja, gleich gibt es ein bisschen Story, da freue ich mich auch drauf. Ich habe noch einen sehr schönen Song mitgebracht, da freue ich mich auch sehr. Ich habe nämlich letzte Woche Samstag, wo ich abends so ein bisschen noch, ein bisschen geschenkemüde war vom Einkaufen, habe ich eine E-Mail gekriegt. Pass auf, dann mache ich das jetzt eben. Wir haben eine E-Mail bekommen. Spiel einfach mal weiter, brauchst du nicht auf mich draufschalten, Paul. Von wem denn? Warte mal, hier habe ich es doch. Und zwar von dem Steffen. Steffen hat mir eine E-Mail geschickt. Und Steffen meinte, ihr braucht doch immer so ein bisschen Hardrock. Mhm. Hat er für uns mal so einen kleinen Song geschrieben. Ach krass. Ja, wirklich, es war ohne Vocals, ist nur instrumental, aber ist Hammer. Ja. Und der Song heißt Blutiger Tod eines Feindes und endgültiger Triumph. Alter. Das klingt wie eine Mischung aus Leni Riefenstahl und Manowar. Ich mach mal an. Orkschlachten! Yes! Shepard! Fuck off, Snapper! Er ist der Hammer! Gar nicht schlecht! Das ist Hammer, ey! Das ist richtig geil, Mann! Endboss-Team ist das. Yes! Oder? Der ist echt geil. Tod den Steppern! Tod den Helden! Durchsprung! Wow,
Ich sehe nichts mehr. Okay. Hammer. Warte, sie nochmal. Okay, ich mach sie nochmal. Aber gut gelöst, Micha. Das geht raus an Zart und Schwill. Okay, ich muss aufhören, das Ganze läuft noch 4 Minuten. Aber krass, wenn er das selber programmiert hat. Ich denke schon. Schon nicht schlecht. Ich denke mal, es ist E-Roll-Boss-Theme, oder? Das sollten wir nochmal spielen. Wie lerne ich heute nicht dazu? Ich versuche es immer wieder, die gleichzeitig zu bekämpfen, aber vielleicht bin ich einfach geil genug, um es trotzdem zu schaffen. Oh, wow, wow, glaub nicht. Nein, das lassen wir. Oh, was war das denn für ein Speicher? Das sah nicht gesund aus. Das sah nicht gut aus. Das sah nicht gesund aus, der Speicherstand. Oh, guck mal, du hast noch ein bisschen gesplattert. Checken das mal. Schön noch ein bisschen gesplattert hast du. So, gleich sind die Tränke alle. Wir haben ja gesagt, wir kloppen so lange, bis die Tränke verbraucht sind. Ja, ich kann sagen, die Burg ist ja direkt vor uns. Also es wäre schon geil, wenn wir uns noch ein Level schaffen. Wie gesagt, wir kommen dann rein, können direkt wieder in die Arme investieren. Nee, wäre auch schon geil. Ich sag nur, wegen den Heiltränken, das ist ja halb so wild. Ja. So, und den kriegst du nicht einzeln da, ne? Ja doch, du musst halt abschütteln, ne? So, die ziehen immer gleichzeitig die Waffe, kannst du nichts gegen tun. Mhm. Aber abschütteln kann man so, glaube ich. Ja, wieso keine Heilung bitte geschehen? Ja. Achso, das ist Delay natürlich. Die Heilung kommt jetzt. Ah, scheiße. Möchtest du mal. Immer da sind Drachen-Snapper im Weg. Okay. Kann ich in die Richtung weiterlaufen. Genau, jetzt musst du so weglaufen wie so ein, wie so ein Kaninchen, weißt du? Wie du schon Zickzack. Machst. Zickzack, genau. Wenn die fliehen. Aber nicht zu weit, weil die sollen ja. Einer soll ja weiter hinter mir herlaufen. Einer ist schon weg, glaube ich, ne? Einer hat schon Schiss gesehen. Mal. Ja, einer ist schon weg, glaube ich. Nee, die bleiben zusammen. Haben die beide synchron. Keine gute Idee. Und neu laden. Oh nein! Wie kriegen wir den auseinander? Ist ja super nervig, ey. Haben wir doch vorher mal gut geschafft. Ja, dann geh, nimm doch mal einfach den direkten Weg. Geh doch mal, kletter doch erst noch kurz nach oben. Ja, was, wenn wir hier einfach rüberspringen? Da ist es schon wieder am Start. Hm. Ja, fies wie das. Oh. Fies, wie die Tiere sich hier gegenseitig auffressen, ne? Wie der Snapper gerade an dem Leichnam geknabbert hat. Ey, das ist halt das Minental. Das ist das Minental. Weißt du, hier ist das. Das ist Outlaw Country. Ja. Weißt du, das ist. Kann man nichts machen. So. Nee. Probier jetzt nochmal 5 Minuten lang und hoff, dass sie sich irgendwann trennen, die Brüder. Ja, werden sie ja wohl, oder? Hoffentlich. Genau, das war der Sound, den habe ich eben verwechselt. Das ist natürlich der Sound. Aber. Das ist einer? Das ist einer, ja. Ich glaube, es ist einer. Schnell speichern. Geil, 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 geil. Einen müssen wir jetzt natürlich erstmal legen. Nice! Sehr gut. Oh, guck mal. Das haben wir schon heute öfter gehabt. Ja, das haben die immer bei diesem Blitz. Die raffen das irgendwie erst nicht. Orc Law Country. Das ist sehr gut. Von The May. Das gefällt mir. Kill the Orc Duo. Was ist eigentlich aus Seitwärtsschlägen geworden? Darüber reden wir nicht mehr, Bärtchen. Es funktioniert ja wunderbar so. Brauchen wir nicht. Ey, du darfst da gar nicht drüber reden. Ich regle das. Wieso? Alles, was mit Steuerung wird hier nicht ausdiskutiert, okay? Wir machen den Reinke-Style. Das haben wir geklärt. Gut, dann sprichst du ja für mich. Alles so klar. Sieht's nämlich aus. So, warte mal, ich mach mal kurz den Snapper noch weg. Ich glaube, also ich höre schon wieder, dass gleich hier. Ich glaube, wir werden gleich wieder hochleveln. Krogmann wirkt niedergeschlagen. Lese ich jetzt zum 40.000. Mal. Ja, was ist los? Ja, alles gut. Wir machen gleich ein bisschen Ork-Party, dann geht das ab. Ich glaube, ich habe heute nicht so viel gegessen. Vielleicht liegt es daran, ich weiß auch nicht. Wie, du hast doch gerade neben Beans on Rice gesessen, hast du nichts abbekommen, oder? Doch, 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 alles gut. Aber es kam so spät, so. Ich habe spät gegessen heute. Ist nicht gut. Da ist, ja, ist auf jeden Fall ganz schön lecker gewesen, was ich da probiert habe. Ja, war, ist jedes Mal ein bisschen meine Rettung, weil ich vergesse immer zu essen. Hol mir dann nur irgendwelche Chips oder so. Und, ach shit, die kommen auch schon jetzt zu zweit. Aber kommen die beide hoch, ist die Frage. Nee, die kommen auf keinen Fall hoch, die Idioten. Guck dir diese feisten Boys an, die gar nicht fallen. Hat noch jemand da was gezogen? Ach, oder sind noch welche, die scheiße. Anderen zwei. Eieiei. Wie viele Punkte müssen wir noch leveln eigentlich? Ja, bestimmt einige. Ich geh jetzt erstmal hier so rüber. Dann schauen wir mal. Uiuiui. Ui.
shit. Schnell weglaufen. Vier ja, ist doch ein bisschen zu viel. Das kann ich klicken, ja. Oh, ey, wie das Beil immer so schön an einem vorbeifliegt, ist schon. Das ist echt geil. Du hast richtig Panik früher gehabt. Ich habe jetzt schon Panik an. Ja. Ich bin Panic Boy. So einen habe ich niedergemacht. War jetzt ein bisschen blöd, da so voll reinzulatschen, aber ich bin ein bisschen ungeduldig. So. Nee, ist cool. Und jetzt schmeißen wir nochmal die reine Lebensenergie ein. Ha. Aber sag mal kurz, wie viele Punkte bis zur nächsten. Ich will lieber nicht Stufe gucken, weil sonst bin ich deprimiert, dass wir noch 5000 Orks umhauen müssen. Ja, aber doch. Das so lange, bis wir keine Tränke mehr haben, weißt du? That's okay. Plan. Okay. Und dann okay. Müssen wir eh in die Burg, weil dann können wir nicht mehr weitermachen. Verpissimus Prime haben wir gemacht, genau. Drei Stück noch. Warte doch, der kommt doch hoch. Oh. Na, die kommen nicht hoch, die sind zu blöd. Diese Idioten. Aber vielleicht kommt er ja hoch. Was ist mit ihm da vorne? Jetzt hast du natürlich alle am. Nee, die kommen hier nicht hoch. Stehst du? Die sind zu blöd. Ah. Aber jetzt spielst du ein bisschen mit dem Feuer. Ah. Okay, aber das müsstest du doch schaffen, jetzt zu dir zu kommen, oder? Die anderen Orks meine ich. Nicht schlecht. Mit ihm hat er keine Waffe. Irgendwie hat er mich nicht richtig erwischt, er hat mich gerade richtig hart getroffen. Und das hat mir fast nichts gemacht, war glaube ich ein Bug oder so. Also nicht schlecht, was du gerade gemacht hast. Hast du nicht erwartet. Okay. Okay, ich werde. Not bad. Dann hol den letzten auch noch weg. Nicht schlecht, Micha. Naja, geil war es jetzt auch nicht, ne? Wieso geht er ein bisschen planschen? Wenn er da planscht im Krieg, ist Krieg hier. Der Reinkorker lädt zum Tanz. Der muss ja erstmal rauskommen, der Idiot, ey. Hau den doch so weg. Was für ein dämlicher. Ach, jetzt schwimmst du oder was? Oh, nö. Nee, da kann ich halt nichts machen, deswegen. Oh. Und der ist auch zu blöd, da rauszukommen. Oh. Ja, nun komm rüber. Auf die andere Seite vielleicht kurz rauslocken? Hm. Der ist ja jetzt, glaube ich, echt gefangen. Na gut, ich loote erstmal hier die Kameraden. Und gleich kommt er, ich sehe schon kommen. Ja, der haut mir gleich in den Rücken. Dieses Schwein. Sicher, ja. Könnte mal ein paar Heiltränke dabei haben. Mit den Augen zwinker, zwinker ich mit den Fingern. Dann gibt's zwar die Sabberin euch ein. So. Das fehlt nämlich auch. Die Matzen, ne? Die funktionieren wieder, das ist richtig geil. Ich bin richtig gut drauf deswegen. Das freut mich sehr. Aber ich verstehe diese Ordnung hier nicht. Diese neue Ordnung auf diesem Matzenpad ist mir ein Rätsel. Ich drücke jetzt hier. Guck mal hier, Inquisitor. Wenn wir jetzt Einhandkämpfer wären, würden wir uns jetzt freuen. Der lag hier gerade so rum. Und hier irgendwo muss man drüber klettern. Und dann landet man. Ah, okay. Aber ist man da gefangen dann oder kommt man wieder zurück? Du kommst wieder zurück. Da ist einfach nur ein Schild. Dies ist das Ende der Welt. Schönen Gruß von den Programmierern. Das ist echt ganz lustig. Das finde ich echt geil. Oh, Junge, jetzt komm da raus. So, jetzt aber. Nee, der macht nichts. Was ist denn mit den Dudes da hinten? Dann hauen wir die erst weg. Guck zumindest einmal, dreh ich einmal nochmal um. Nee, der schafft es nicht. Na gut, hauen wir die um. Das ist ein bisschen fast wie die Ork-Rampe hier, ich weiß. Es ist ein bisschen buggy. Ja, aber es geht schon. Das ist nämlich das Geile und das ist das besonders Krasse an der Claubilias. Du hast ja gesehen, ich habe voll auf seine Deckung gehauen. Normalerweise machst du dann gar keinen Schaden. Aber dieser Blitz, der trifft dir ja trotzdem. Ja, es ist krass. Weißt du, du hast ja eine Chance und so und dann haust du den auf die Deckung und die werden trotzdem getroffen. Jetzt hängt der Bruder da auch mit drunter. Das sind jetzt zwei. Was ist? Oh, warte, kommt der? Ne. Oh, hier, ich bin hier. Wenn du jetzt einmal anschießt, vielleicht mit dem Bogen oder so, haben die einfach nur. Weiß ich auch nicht. Ne, die sehen echt so sehr gut so gefangen aus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir die irgendwie rauskriegen. Das ist doch nervig, ey. Warte mal, was haben wir denn hier so? Was ist das denn? Schlaf. Schlaf? Nee. Schlaf ist keine gute Idee, glaube ich. Bogen klingt aber nach einer vernünftigen Idee, finde ich. Zum ja. Testen. Probieren wir es mal. Welchen können wir denn tragen? Buchenbogen. Können wir nicht. Schicklichkeit. Können wir nicht. Wahrscheinlich den Kurzbogen. Ja, der reicht nicht. Ja. Oder der hier? Geht der vielleicht? Der geht. Einfach nur zum. Trifft der überhaupt? Ja. Der macht ja mega viel. Oh Mann. Okay, das ist ja super nervig. Nee, wenn wir jetzt so, wenn das nichts bringt, dann lass uns weitergehen.
Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, hier eine Stunde. Ja, ist ein bisschen bescheuert, ey. Pfeile reinzuballern. Da wird es wohl noch andere Gegner geben jetzt. Na, guck mal jetzt. Junge, hier. Wo läuft der hin? Der will da hoch irgendwie. Warum will er denn immer da hoch? Ich weiß es auch nicht. Oh Mann, ey. Wir gehen noch einmal hier lang. Ich habe ja noch Lebensenergie, ich kann immer noch irgendwen umwenden. Stimmt. Aber kannst du bitte für mich einmal ins Inventar gucken, nicht ins Inventar, ins Sets gucken, ich würde es echt gerne mal wissen. Ja, noch 7000. Also brauchen wir noch ewig für. Ja. Das ist das, was ich nicht wissen wollte. Das jetzt bin ich traurig. Die Armbrust hat Stärke. Ja, okay. Können wir die Armbrust nehmen können. Machen wir gleich mal. Aber die beiden Boys nehmen wir noch mit. Die reine Hallheilung weggezogen. Ja, das stimmt. Können wir neu kaufen. Klar, wir sind reiche, Boys. Oh, jetzt hast du jetzt hast du das Problem. Jetzt hast du da 4 Hackepeter hinter dir. Wow, wie das klingt, ey. Das klingt mega geil. Das klingt nach maximal... So, jetzt hängen die hier alle an der Brücke, ey. Das klingt nach maximalem Hass. Oh Mann, ey. Jetzt alle gefangen? Nein. Oh, jetzt kommt einer. Sehr gut. Oh, das ist auch gleich der nächste. Schön. Schön, schön. Ja, Mann. Ah. 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 Oh. Oh, nee. Was war das denn? Och nee. Jetzt bin ich auch noch gestorben, ich Idiot. Kann das passieren? Keine Ahnung. Er hat einfach mega viel eingesteckt. Ja, passiert. Alles gut. Bin ich jetzt... Ah, scheiße, das habe ich überhaupt nicht gespeichert, ne? Nach dieser Lauf-Action nicht. Aber das ist so gut. Das ist gut. Das kommt, glaube ich. Oh. Sehr gut. Warum zieht er nie die Waffe, wenn ich Leertaste drücke? Yeah. Irgendwie wirkt das so indirekt, ne? Weil du, ich höre ja auch, wie du klickst. Hat sich da was verändert? Irgendwie? Also, nee, ist das, ist schon immer so. Du klickst und dann muss er erstmal ausholen. Das wirkte letzte Woche irgendwie alles. Deswegen ist das Timing irgendwie schwieriger oder schwierig dadurch. Aber das war schon immer so. Ja, okay. Das kann mir so. Na gut. Ja, pass auf, lass uns eine kurze Unterbrechung machen. Lass uns einmal schiffen gehen, würde ich sagen. Ja. Und dann sehen wir uns in, weiß nicht, in 2 Minuten wieder. Wäre das was? Wäre was, machen oder? So. Bis gleich, du. Alles klar. Bis gleich.